Danke, dass ihr mithelft, Leute. Die Sensoren hier auf Wayward Island haben sicher eine Menge Infos über das Erdbeben letzte Nacht gespeichert. Das nennst du ein Erdbeben? Das hat ja nicht mal einen Gartenstuhl umgehauen. Aber das nächste könnte verheerend sein. Deshalb sind die Daten unbezahlbar. Sie sind wie ein geologisches Weihnachten. Ho, ho, ho. Hey, da haben wir Ira gefunden, oder? Ira, den Höhlenmenschen? Ja, richtig. Er ist irgendwo hier draußen. Ob er das Beben letzte Nacht auch gespürt hat? Vielleicht nutzt er die Höhle immer noch als Zuflucht. Wir sollten nach ihm sehen. Oh! Runter! Nur ein Nachbeben. Geht's euch beiden gut? Was? Oh. Unglaublich! Wow. Das ist ja phänomenal! Graham? Sieh dir das an. Ich glaube, wir sollten Hilfe holen. Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum niemand weiß, wer sie wirklich sind. Durch Geburt helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Durch Geburt helfen und retten. Durch Geburt. Die neuen Rekruten. Es ist wirklich aus Cybertron, aber so eins habe ich noch nie gesehen. Es ist alt, lange vor unserer Zeit. Sieht aus wie ein Frachtschiff. Ja, und es scheint eine Art Kollision erlitten zu haben. Aber womit? Da drin sind zwei Bots, die es wissen müssten. Wisst ihr, vielleicht sollten wir später zurückkommen. Die Jungs sind seit Ewigkeiten hier drin. Was zählen da noch ein paar Jahre? Ich verstehe, wieso das Ding nicht auf unseren Energon-Scannern aufgetaucht ist. Ihnen ging wohl der Sprit aus. Das sind ganz bestimmt diese Autobots, die Ira in der Urzeit getroffen hat. Meint ihr nicht? Aber wieso sollten sie hier landen, Höhlenmenschen vor Meteoriten retten und dann einfach einschlafen? Eine exzellente Frage, Francine. Vielleicht kann ihr Computer etwas Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht aber auch nicht. Wisst ihr, Flugzeuge haben eine Blackbox, die alles aufzeichnet, was während des Fluges passiert. Haben cybertronische Schiffe auch so etwas? Der Hauptspeicherkern des Schiffes. Er müsste irgendwo hier sein. Er ist etwas beschädigt. Vielleicht kann Doc die Daten retten und wir finden heraus, was passiert ist. Oder wir fragen einfach die beiden hier. Vielleicht ist ja noch genug Energie übrig. Cybertronia? Bots! Ich bin zu Hause! Zu Hause, yeah! Oh. Ja! Bitte nicht! In welchem Teil von Cybertron sind wir hier genau? Sind wir nicht. Du bist auf der Erde seit einer Weile. Etwa 10.000 Jahre. Was? Keine Sorge, du bist kein bisschen gealtert. Salvage, geht es ihm denn gut? Wir arbeiten dran. Ich bin Heatwave, das ist mein Team. Blades, Boulder und Chase. Das sind unsere Freunde Graham, Cody und Frankie. Sie sind Menschen. Keine Sorge, wenn du sie nicht unterscheiden kannst. Das dauert eine Weile. Menschen, hä? Tja, zumindest sind sie etwas weniger haarig. Ich heiße Blur, schnellster Transportpilot der Galaxie und zweifacher Sieger beim Cybertron 500. Oh, ich habe irgendwo Fotos. Ja, alles klar, wir glauben dir. Wieso die Landung hier? Ich und Salvage, mein Lader, wurden von einem Mega-Monster-Meteorsturm erfasst. Ich meine, heftig! Aber ich konnte uns heil runterbringen. Dann wart ihr sicher diejenigen, die die Höhlenmenschen gerettet haben. Ja, unter anderem Ira. Ira? Er hieß damals nicht Ira. Ihr kanntet ihn sicher als oder auch nur Ark. Oh, okay. Ja, klingt richtig. Ja, so ist es abgelaufen. Genau so. Gut gemacht. Ihr habt damals vielen Menschen geholfen.
Salvage! Blur? Du hast es geschafft! Dir geht's gut! Wir sind noch auf der Erde? Hör zu, ich weiß, es sah vielleicht etwas anders. Was ist passiert? Ich kann mich an nichts nach dem Absturz erinnern. Du weißt nichts. Dein Stasis-Pod war beschädigt. Vielleicht deshalb der Gedächtnisverlust. Also, du erinnerst dich nicht, wie ich dich und die Höhlenmenschen gerettet habe? Oh, glaub mir, ich war umwerfend. Nachbeben! Blur, Blades, schnappt euch die Kinder! Alle raus! Sofort! Salvage, raus hier! Jetzt! Mein Schiff. Wow, du bist schnell. Ich wollte einfach nur da raus. Wisst ihr, um sicherzustellen, dass hier draußen niemand in Gefahr ist. Ihr zwei seid geborene Rescue-Bots. Ihr werdet Griffinrock lieben. Griffin, was bitte? Da bewahren Erdlinge ihre Wertsachen auf? Das ist eine Recyclingtonne. Da legen die Menschen Sachen rein, die sie nicht mehr wollen, aber die vielleicht noch nützlich sind. Also, kann jeder andere etwas herausnehmen und es benutzen? Mhm. Das hat jemand weggeworfen? Kann ich's behalten? Ich bastle gern so Sachen aus Krimskrams. Ja, klar. Ich glaube, hier wird es mir gefallen. Das ist der Speicherkern. Wieso schleppst du das Ding mit dir rum? Wir hoffen herauszufinden, was mit eurem Schiff passiert ist. Leute, eine Nachricht für alle. Blur, Salvage, kommt her, das müsst ihr euch anhören. Ja, ich komme. Ich habe mit Optimus Prime geredet. Er kommt vom Festland, wir treffen uns im Labor. Wirklich? Ich lerne ein Prime kennen? Ist ein besonderer Anlass. Wir finden ja nicht jeden Tag neue Bots. Es ist schön, neue Gesichter zu sehen. Salvage. Sir. Mein Name ist Blur. Willkommen auf der Erde, unserem neuen Zuhause. Zusammen mit den Menschen hier kann es auch eures sein. Würde ich ja gern, eure Primeness, aber es ist eine große Galaxie. Ich muss Orte bereisen, Rennen gewinnen. Ich empfehle dir, der Erde eine Chance zu geben. Sie hat weitaus mehr zu bieten, als du weißt. Jedoch ist es erforderlich, dass wir getarnte Roboter bleiben. Denn die Menschen sind noch nicht bereit, Aliens unter sich zu akzeptieren. Soll mich das überzeugen zu bleiben? Überleg zumindest, eine erdfreundliche Form anzunehmen. Gut. Also, können wir irgendwas hier drin scannen und das ist dann unser neuer Fahrzeugmodus? Das ist korrekt, Salvage. Alles klar. Ja, so langsam verstehe ich den Reiz dieses Planeten. Das Symbol. Dasselbe wie auf der Schatzkiste. Der Recyclingtonne. Ja, dieser Lastwagen sammelt alles und... Verstehe. Eine fahrende Schatzkiste. Überleg doch mal, wie viele Sachen da reinpassen. Auch wenn Laderaum wichtig ist, gibt es andere Fahrzeuge, die sich im Alltag vielleicht als etwas nützlicher erweisen. Denk daran, Chase. Manchmal ist es so, dass das Fahrzeug dich auswählt. Du hast eine exzellente Wahl getroffen, Salvage. Bereit machen zum Scan. Ha! Fühlt sich perfekt an. Kann ich es ausprobieren? Ich liebe es. Wer hätte gedacht, dass ich... Typisch ich. Und mit typisch meine ich legendär. Nicht lustig. Ich glaube, ich habe meine Taumelscheibe verschluckt. Hey, Heißsporn, vielleicht schaltest du mal einen Gang runter. Hey, Captain, ich habe nur ein bisschen Spaß.
Alle Mann, hierher kommen. Da ihr zwei jetzt neue Modi habt, habe ich euren Status mit Chief Burns besprochen. Auch wenn euer Weg eure Wahl bleibt, bieten der Chief und ich euch die Möglichkeit an, hier zu bleiben und euch auf der Erde als Rekruten zu Rescue-Bots ausbilden zu lassen. Was? Eine unerwartete Wende des Schicksals. Toll. Wow, der Wahnsinn. Sir, es wäre mir eine Ehre. Also, ich darf die heißen Räder behalten? Alles klar, Erde! Geht in Deckung! Ich wusste es. Habt ihr das gehört? Wir werden ersetzt. Ausrangiert aufs Abstellgleis. Blades, ich glaube nicht, dass... Nächsten Monat sind wir im Bot-Altersheim, ja. Spielen Dame und meckern über das Essen. Dabei essen wir nicht mal. Bei allem Respekt, Sir. Die zwei sind nicht gerade Rescue-Bot-Material. Vor allem nicht der Tempo-Teufel. Was bedeutet, dass sie die Hilfe von Experten benötigen. Und deshalb möchte ich, dass du und dein Team ihre Ausbildung übernehmt. Wir? Lehrer? Ernsthaft? Natürlich, Sir, wenn sie es befehlen. Vielleicht beginnt ihr damit, ihnen bei der Eingewöhnung an ihre neue Form und ihre Umgebung zu helfen. Ich nehme Salvage. Ich weiß genau, wo ich anfange. Und? Was sagst du? Also das kommt hierhin. Ja, mal sehen. Nicht zu glauben, dass Leute denken, das wäre Schrott. Ich finde für alles eine Verwendung. Alles wird seinen Zweck erfüllen. Irgendwann. Und Cody, danke fürs Herbringen. Kein Ding, Salvage. Oh, was ist das? Ha, so einen wie dich hatte ich auch mal. Hey, spring hoch! Oh, braver Junge! Ja, das bist du! Ja, das bist du! Ich bin Chief Burns. Das sind Kate, Danny und Graham, kennt ihr ja. Ja, zauberhaft. Und wo ist die Rennstrecke? Der Captain meinte, ich könnte gegen ihn Test fahren. Ein Rennwagen gegen einen Feuerwehrtruck? Ist irgendwie nicht fair, oder? Weshalb wir nicht auf einer Rennstrecke fahren. Wir fahren auf einem Hindernisparcours. Außer du bist nicht bereit dafür. Bereit dafür? Mit den Worten des großen Alpha Trion. 1, 2, 3, los! Du musst schon schneller sein als das, sonst ändern wir deinen Namen in rote Ampel. Was ist los, Rennwagen? Kannst du nicht mithalten? Oh nein, nicht gut. Blur, halte durch. Was ist los, Feuerwehr? Kannst du nicht mithalten? Ja. Ich hab dich besiegt. Ich bin unglaublich. Yeah. Aber das war Betrug. Nicht, wenn man gewinnt. Also technisch gesehen verbietet keine Regel Täuschung in einem Training. Aber trotzdem. Regeln. Wisst ihr, die Höhlenmenschen, die ich gerettet habe, haben nicht gezählt, wie viele Gurte ich hatte. Sie sind einfach reingesprungen. Damals hattest du doch gar keine Gurte. Oder gar einen Fahrzeugmodus. Das war nur... Das war ein Scherz, okay? Oh, der ist ja echt lustig, oder? Schön, oder? Ich habe es aus Schrott gebaut. Leute, das ist Don. Er ist mit seinem Wagen am Rathaus gegen einen Kran gefahren. Geht es ihm gut? Ich glaube schon, aber er ist in seinem Wagen eingesperrt. Los geht's, Team. Wir kommen mit. Ihr seid noch nicht bereit. Das ist doch keine Wissenschaft. Ein Mensch steckt unter einem Kran fest. Wir stehen nicht im Weg und das wäre eine gute Erfahrung. Es ist gegen die Vorschriften eines Rettungsteams, Hilfe zu verweigern. Rescue-Bots und andere, ausrücken zum Einsatz! Bla, warte! Warten? Kennst du mich?
gratuliert mir bloß nicht alle auf einmal. Keine Sorge, Don. Wir machen das schon. Schnell, Sie können das Ding nicht ewig halten. Wir bringen dich zu Dr. Max Wayne. Kannst du laufen? Lektion 1 bis 30 bei Rettungen. Lass den Menschen nicht in Gefahr. Jetzt schaff das Fahrzeug aus dem Weg. Gib einem Bot einen Nanozyklus, ja? Komm hierher und hilf! Der Mensch ist weg, das Auto auch. Lasst los! Der Kern würde direkt auf das Rathaus fallen. Blur, komm sofort hierher! Schon gut, schon gut. Wir sind zu niedrig. Wir brauchen einen besseren Winkel. Mehr Hebelwirkung. Ich habe eine Idee, aber dafür muss ich loslassen. Tu es! Cody, stell den Generator an. Mach ich. Graham, hilfst du mir? Wenn ich wegen deiner Rücksichtslosigkeit zerquetscht werde, werde ich sehr, sehr wütend, Blur. Bist du dann nicht so beschäftigt, zerquetscht zu werden? Was zum... Wow! Er hatte einen unidirektionalen dynamischen Elektromagneten gebaut. Aus Schrott. Sowas wie Schrott gibt es nicht. Richtig, Salvage? Gut, das war's. Ich wundere mich, dass ich das sage. Aber die Rettung geht auf dich. Ich muss dem Captain zustimmen. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft, Kumpel. Was geschafft? Menschen in Gefahr zu bringen? Das hast du ganz gut allein hinbekommen. Was hast du dir dabei gedacht, den Fahrer allein zu lassen, um dich zu retten? Ich war höchst irritiert und bin es immer noch. Ich verstehe es nicht. Du hast dein Leben riskiert, um die Höhlenmenschen zu retten. Und jetzt? Weil das riesig war. Das waren Meteoriten. Das hier ist schlechtes Fahren. Und ja, ich habe mein Leben riskiert. Ich habe jeden Einzelnen von der Insel gerettet. Ich, ganz allein. Ich. Blur, du weißt, dass das nicht wahr ist. Dr. Green konnte den Speicherkern des Schiffs reparieren. Und wir haben verstörende Aufnahmen entdeckt. Euer Schiff wurde im Meteoritenschauer beschädigt und ihr seid auf Wayward Island gelandet, wie du gesagt hast. Aber es war Salvage, der beschloss, die Bewohner zu retten. Jetzt erinnere ich mich. Du wolltest im Raumschiff bleiben, aber das wäre nicht richtig gewesen. Ich konnte die Höhlenmenschen nicht einfach zurücklassen. Du hast mir geholfen, ein Floß zu bauen, um sie von der Insel zu bringen. Aber ein Mensch verschwand und du hast gesagt, du findest ihn. Du hast es mir versprochen. Aber du kamst nicht zurück. Ich habe gewartet und du kamst nicht. Also ließ ich sie zu Wasser und ging dich suchen. Ich dachte, du wärst in Schwierigkeiten. Den vermissten Höhlenmenschen habe ich gefunden, aber du warst nirgendwo. Ich gab ihm ein Amulett, um ihn zu beschützen. Und dann... Das sind die Sicherheitsaufnahmen von der Brücke des Schiffs. Komm schon, bring mich weg von diesem Planeten. Blur, was machst du da? Salvage, du bist zurück? Du wolltest ohne mich gehen? Entschuldige, du warst langsam und ich dachte, du schaffst es nicht. Hey, Salvage, Kumpel, komm schon. Wir haben gekämpft. Das hat Ira verängstigt und er rannte davon. Dann trafen die Meteoriten die Höhle. Wir konnten nur zurück ins Stasis gehen und auf das Beste hoffen. Das ist passiert. Du kannst nicht weglaufen vor dieser Sache. Hör zu, ich habe nie gesagt... Also gut, ja, ich habe es gesagt, aber... Du hast mich, Captain. Ich weiß, wir waren nie ein richtiges Team. Du hast deinen Job gemacht, ich meinen. Aber trotzdem, Blur. Salvage, es tut mir leid. Wirklich. Oh ja, klingt überzeugend. Nach langer und sorgfältiger Überlegung glaube ich, wir sollten Blur noch nicht aufgeben.
Aber Sir, Sie haben es gesehen. Er hat seinen Partner im Stich gelassen. Diese Menschen... Er hat uns angelogen. Dieser Schurke will ja nicht mal dazugehören. Wenn es ihm wirklich egal wäre, hätte er nicht gelogen. Moment, du verteidigst ihn? Heatwave, vielleicht braucht Blur nur etwas mehr Zeit. Wie Selvidge sagte, früher oder später bekommt alles seinen Zweck, stimmt's? Stimmt, das habe ich gesagt. Recht hast du, Cody Burns. Ich habe zu viele Cybertronier den einfachen Weg nehmen sehen, statt des richtigen. Und ich möchte sehen, dass Blur den richtigen Weg geht. Und ich glaube immer noch, dass du eine ausgezeichnete Wahl bist, ihm zu helfen. Heatwave, ich glaube an euch beide. Aber Sir, ich kann nicht, Ich meine... Ich versuche, Sie nicht zu enttäuschen, Sir. Sieht aus, als bekommst du noch eine Chance, Heißsporn. Nicht, dass ich denke, dass du sie verdienst. Er wird sich gut machen, das weiß ich. Richtig, Blur? Ich bin froh, dass du so denkst, Cody. Ich auch, Kleiner. Danke.